Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Rund einen Monat nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben christliche Hilfsorganisationen eine erste Bilanz ihrer Hilfseinsätze gezogen. Die Organisationen To All Nations und die Barmherzigen Samariter mobilisierten in den vergangenen Wochen rund 3.700 freiwillige Helfer aus ganz Deutschland. Sie seien an rund 510 Einsatzorten tätig gewesen, erklärten die Organisationen. Die Ehrenamtlichen halfen unter anderem bei Aufräumarbeiten in Privatwohnungen, in einer psychiatrischen Klinik und in einer katholischen Kirche. Die beiden Hilfswerke planen, ihren Einsatz bis Ende des Jahres fortzusetzen. Die evangelische Kirche im Rheinland berichtet, dass der Bedarf an Seelsorge nach wie vor sehr groß sei. Die US-Filmserie The Chosen, also Der Auserwählte, erscheint auf Deutsch. Der evangelische Verlag Gerd Medien vertreibt die erste Staffel mit deutscher Synchronisation ab dem 27. August auf DVD und Blu-ray. Gleichzeitig werden 8 Folgen in deutscher Version kostenlos im Internet zu sehen sein. Die Serie stellt das Leben und Wirken von Jesus Christus dar. Sie orientiert sich dabei an den bekannten biblischen Berichten. Die Organisation Mission Aviation Fellowship, kurz MAF, hat dazu beigetragen, den Bergbewohnern im südafrikanischen Lesotho Covid-19-Impfstoffe zu liefern. MAF-Pilot Grant Strucknell erklärt, warum diese Lieferung an diesen schwer erreichbaren Ort so wichtig ist. Die Regierung von Lesotho hat genügend Impfstoff für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens beschafft. Damit sind nicht nur die Angestellten in den Kliniken gemeint, sondern auch die Mitarbeiter, die in ihren Heimatdörfern im Gesundheitswesen arbeiten. Heute sind viele Menschen aus den Bergen hierher in diese Klinik gekommen, um den Impfstoff zu erhalten. Alle von ihnen arbeiten im Gesundheitswesen. Daher wurden sie also in diese Impfrunde aufgenommen. Das sind wirklich gute Nachrichten. Darüber hinaus möchte die Organisation MAF auch weiterhin bei schwierigen Transporten von Covid-19-Impfstoffen helfen. Dafür arbeiten sie mit zahlreichen Gesundheitsbehörden, NGO-Partnern und lokalen Ansprechpartnern im Gesundheitswesen zusammen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.